Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ja, ich wollte gestern ja weitermachen, den Hardware-Check 1 vom Aufbauen. Aber, mein Kater ist gerade Kratzbaum. Aber mein Akku war leer und dann habe ich erst mein Handy geladen. Mein Camcorder geladen und dann war zu spät. Ich habe den aber noch weiter aufgebaut. Und heute, ich habe mir gestern dann noch eine kleine Schraube geholt für 19 Cent. Ja, und heute Morgen, nach dem Frühstück, kam meine Tochter zu mir an: Papa, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, war doch mit bei die Schrauben, die hat unterm Fernseher liegen, unterm Fernsehtisch. Ja, jetzt habe ich eine Schraube gekauft für 19 Cent, obwohl die mit bei war, aber naja, scheißegal. So, ich habe den aber jetzt schon komplett aufgebaut, war ja schon komplett aufgebaut, habe nur die Schraube drin gemacht, das kann ich euch mal zeigen. So, da ist das jetzt. Und da hinten auf der Seite ist praktisch die Schraube. Und dadurch hält das jetzt, kann ich das Höhen verstellen. Ich habe das mir jetzt so eingestellt, wie es sein soll. Beziehungsweise, das wird jetzt auch der Hardware-Check 2. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie ich das mir hingestellt habe und wie ich das schon gepimpt habe. Weil ich habe mir das natürlich bearbeitet schon ein bisschen. Ich habe, wartet mal, ich habe extra jetzt ohne Stativ, dass ich das euch alle besser zeigen kann. Ich hatte so die Lüfter falsch eingebaut, die hatte ich dann nochmal umgedreht. Und ich hatte das Brett ja erst so, dass der Laptop ganz hier gestanden hat, also dass praktisch die Riffel, wartet, so, da sind. Also, habe ich jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich finde das jetzt besser, wenn er so weiter links ist und hier ein bisschen frei, da kann ich mein Handy hinlegen und dass, wenn ich jetzt hier so Fernseh gucke, praktisch hier frei ist. Sonst hätte ich die Couch alle noch ein Stück nach da schieben müssen, was nicht geht. Das nach da schieben müssen, also, weil ich will ja auch hier liegen und Fernseh gucken, versteht er, und deswegen habe ich das jetzt so, habe ich ein schönes freies Bild. Und so passt das alles schön. Ich habe mir den jetzt auch ein bisschen schräg gemacht. Ist schon definitiv besser als mit meinem Karton, den ich hatte, wo der Laptop komplett gerade drauf gestanden hat. Jetzt ist er so ein bisschen gekippt. Ich habe es diesmal nicht so doll geneigt. Ich kann das auch ein bisschen mehr neigen. So, ein bisschen mehr neigen. So, seht ihr aber vielleicht ein bisschen. Ich will es auch nicht zu weit neigen, weil mir das eigentlich gefällt, so eine leichte Neigung. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt mit euch mal rum. Hier seht ihr schon, ich habe einige Zeug liegen, so Strapse, also Kabelbinder. Ich habe das nämlich jetzt schon gepimpt. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie ich das gepimpt habe. Ich gehe erstmal von hier. Ich habe hier nämlich ein Katzenhalsband. Ein altes, was ich hatte, hier ran gemacht und habe das da unten immer rumgewickelt. Warte, ich zeige euch das mal da. Und habe damit praktisch meinen Akku befestigt, also mein Ladekabel befestigt, dass der nicht hin und her schwingt. Habe dann, ja, Katze, so, dass ihr jetzt vielleicht sehen könnt, sieht ein bisschen Kabelwirrwarr aus. Habe meinen USB-Port dort befestigt mit Strapsen bzw. Kabelklemmen. Habe hier auch schon USB langgelegt. Ich habe jetzt, dieser ist jetzt hier von dem Laptop-Kühler, der hier eingebaut ist. Den habe ich nur so ein bisschen drin, den kann ich jederzeit drin machen. Dann geht es, und wenn ich es nicht brauche, einfach so ein Stück raus, nicht ganz rausziehen, dann ist er aus und kann jederzeit wieder drin schieben. Da werde ich mir wahrscheinlich aber auch nochmal einen Knopf für machen, dass ich dann hier so einen Knopf dran habe für an und aus. Dann habe ich hier eine Dreiersteckdose. Warte mal, seht ihr das vielleicht? So, seht ihr das? Mit Kabelklemm festgemacht. Der Kabel geht dann hier lang. Geht da runter. Ich habe den jetzt extra mal so gemacht, dass ihr den seht. Und dann geht er hier in so ein Verlängerungskabel. Den mache ich dann halt immer so hier runter. So.
So. Und dann sieht man den nicht. Und habe dadurch jetzt hier alles, ja, all in one, will ich es mal nennen. Ich drehe mal den Tisch, dass ihr das ein bisschen besser seht. So. So, und wenn ich jetzt, habt ihr auch hier alles, seht ihr ja, mit, ist ja hier festgemacht, habe ich hier diese Klettband. Und hier unten ist der Klettband von der Kamera, die ist hier oben auch. Das ist hier alles schön zusammen. Die Maus, die ist lose. Die kann ich dann halt jederzeit abmachen, wenn ich will. Oder oben rumwickeln. Und das Positive jetzt dadurch ist, ich brauche nur hier unten den Stromkabel abmachen. Leg mir den hier oben rauf und kann den kompletten Tisch jetzt rum und kann ihn dahinter praktisch hier hinstellen. Ich habe jetzt hier meinen Laptop-Dings, meinen alten Laptop-Karton, kann den praktisch jetzt hier hinstellen. Und auf der Höhe, wie er ist, wenn der zusammengeklappt ist, der Laptop, wenn man rinkommt, sieht man den nicht. Weil das steht ja dann alles in der Höhe. Und dadurch sieht man das nicht. Deswegen habe ich mir das jetzt so gemacht. Finde ich eine geile Möglichkeit. Ich kann das jederzeit verschieben. Ich habe jetzt hier keine Kabel. Ich habe jetzt hier nur ein USB-Kabel, klar, zu meinem Stick, dass ich ins Internet kann, praktisch meine, ja, E-Mails abrufen kann. Und ein USB-Kabel geht praktisch vom Laptop hier runter. Ich habe keinen Kabelwirrwarr auf der Couch, nichts. Ich kann jetzt hier unten, habe ich ja auch drei Lademöglichkeiten, da kann ich drei USB-Kabel drin machen, kann mir die hier oben so rüberlegen und kann jetzt mein Handy hierbei noch laden oder sonst was. Habe jetzt noch ein USB-Port frei für Hauptaug. Habe ich noch nicht geprobiert, ob es lang genug ist. Wenn es nicht lang genug ist, hole ich mir halt einen längeren USB-Kabel. Und das Positive ist, ich brauche jetzt hier, wenn ich das jetzt wegräume, so seht ihr das, ich brauche jetzt hier keine Kabel abmachen. Kein USB-Kabel für Hauptaug, den Ladekabel brauche ich nicht abmachen. Ich brauche nichts abmachen. Ich kann das alles so lassen, brauche nur unten meinen Stromkabel abziehen, leg mir den hier ruf oder halt wickel den immer so rum oder was weiß ich, nehme den Tisch raus und stelle ihn rum und weg ist er. Und alles Wichtige ist dran. Die Kamera ist dran, der Laptop-Kühler ist dran, ich habe einen USB-Verteiler dran, die Maus ist dran, ich kann alles machen. Ist richtig geil. Ich benutze den auch seit gestern schon. So, muss ich mal wieder drehen. So, ich benutze den seit gestern auch so, wie er ist, und bin sehr zufrieden. Ich habe aber die Räder abgebaut und habe die Füße gemacht, damit es doch so runterpasst. Habe es mir jetzt so runtergestellt und nicht unter den Tisch. Finde ich noch ein Stück cooler, wenn das jetzt hier so rauskommt. Ja, und dann bräuchte ich das einfach nur so rausnehmen und einmal so rumstellen, und dann da hinten steht, wenn es da hinten steht, ist alles weg. Und das muss ich euch mal zeigen. So, wie gesagt, ich habe jetzt nur einen, so, den mal verstecken, so, nur einen Kabel dran, den ich dann hier so rüber schmeißen kann. Und der kommt ja dann demnächst auch weg. Hoppala. So, das ist ja der für Internet. Und auf der anderen Seite unten hatte ich euch ja in meinem Vorstellungsvideo gezeigt, den LAN-Kabel. Den kann ich hier rüber machen. Ich kann auch den Tisch, habe ich gestern auch getestet, einfach da hinten hinstellen. Und der kommt von der Höhe genau richtig, dass er auch rüber guckt. Kann ihn dann trotzdem ankippen. Und hätte dann praktisch den Tisch da. So, und könnte man das noch nehmen zum Liegen zum Beispiel oder zum Sitzen und hätte da dann den Bildschirm und hätte dann immer noch Überblick auf meinen Laptop und kann dann machen. Finde ich sau geil, muss ich sagen. Also ich hatte hier erst, wie gesagt, das weiß ich hier drüben, und hatte gedacht, hier kann ich mein zukünftiges, Mikrofon befestigen. Werde ich natürlich nicht machen, weil ich habe das ja jetzt hier. Ich werde dann mal gucken, wie ich das am besten mache. Müsste eigentlich trotzdem von der Fläche noch reichen, weil ich will mir noch dieses PS1 holen, PSX1 oder so von Rode. Und ein Mikrofon will ich mir auch diesen Monat noch holen oder nächsten.
Und ja, dann würde ich das hier wahrscheinlich auch noch mit befestigen. Bin ich am überlegen. Erstmal hole ich mir so ein normales, was ich dann hier so rüber mache. Das ist alles noch nicht so ausgereicht. Das habe ich noch nicht so überlegt, genau. Aber ich denke mal, das, jo, ich bin so weit zufrieden. Also funktioniert echt saugeil. Verschiebt sich auch nicht. Also ich habe das jetzt so eingestellt, wie es ist. Und das geht auch nicht hier auf der Seite runter oder auf der anderen Seite hoch. Oder das dreht sich einfach mal so weg oder so. Nö, das ist stabil. Ich kann es aber jederzeit drehen, wie ich es will. Ja, und ja, macht sich definitiv viel geiler und viel besser. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Kann ich echt nur empfehlen. Ist eine geile Erfindung. Ja, ich kann jetzt hier arbeiten. Kann das dann wegstellen, wenn Besuch kommt. Ja, also ich bin sehr begeistert. Und sieht auch auf jeden Fall besser aus als so ein Pappkarton, der da einfach draufsteht. Bin ich mal der Meinung. Findet da nicht auch? Sieht doch besser aus als so ein Pappkarton. Könnte das natürlich jetzt noch schräger stellen, aber ich finde das gerade von diesem Halbschrägen so gut. Kann ich gut tippen. Ich kann Bildschirm, kann ich ja kippen, wie ich will. Aber ich kann so am besten tippen. Und hier kann ich dann mein Handy ablenken. So. Ja, das soll soweit auch erstmal gewesen sein. Oh, mal Kamera drehen. So. Also ich bin, wie gesagt, begeistert. Ich benutze das Teil jetzt. Bin richtig, richtig begeistert, weil sieht stylisch aus. Ist alle zusammen. Und jetzt, wo ich mir gepimpt habe, ich habe keinen Kabelwirrwarr mehr. Vorher hatte ich ja alles immer hinten in dem Karton drin. Habe ich jetzt nicht, weil jetzt steht da ja so der Tisch. Jetzt habe ich mir das befestigt mit Kabelbindern. Ja. Finde ich so richtig, richtig geil. Und ich kann ihn jederzeit, wie gesagt, wegstellen. Ich habe den einzigen Kabel, den ich abmachen muss, ist der Stromkabel. Ist das geil oder ist das geil? Also ich finde es geil. Jo. Ich werde jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich hoffe, ihr konntet euch mit den Videos ein bisschen was helfen. Und sobald ich mich für Mikrofon habe ich mir schon entschieden, da werde ich mir das Rode Podcaster holen, oder Podcaster, das USB-Mikrofon. Und sobald ich mich entschieden habe, wie ich das befestigen werde, werde ich natürlich auch ein Video zu machen, logischerweise. Und vielleicht, denke mal ganz stark, ich werde das auch mit dem Tisch machen. Werdet ihr dann den Tisch nochmal sehen und werde ich euch zeigen, wie ich das da befestigt habe. Und das Positive ist, das Mikrofon ist denn da dran. Wenn ich hier Aufnahme mache, kann ich mir das hier vormachen. Kann ich euch mal zeigen. Da, hier ist der Tisch. Dann mache ich das zum Beispiel hier ran und dann kann ich das hier so vormachen oder praktisch so hier hoch. So. Und dann ist das hier so auf der Höhe und dann kann ich so quatschen. So, könnt ihr vielleicht besser sehen. Also das ist jetzt mit Mikrofon. Kann ich so quatschen. Ich habe trotzdem noch meinen Bildschirm in Sicht. Also das Mikrofon ist dann in der Höhe, wo ich dann so praktisch den Bildschirm noch vernünftig sehen kann, um zu sehen, wie ich aufnehme und Fragen beantworten und hast du nicht gesehen. Und wenn ich dann Hangout mache, dann kann ich das dann praktisch hier rüber machen. Sehe immer noch den Bildschirm. Kann mir das schräg machen. Habe dann hier mein Mikrofon so. Und ihr seht mich vernünftig. Ich sehe euch. Und hier ist das Mikrofon und ich habe eine vernünftige Mikrofonqualität. Ja, das soll es jetzt erstmal so gewesen sein. Oder, was ich mir auch überlegt hatte, vielleicht mache ich es ja auch hier oben fest. Also die Halterung. Und dann kann ich mir das praktisch so machen. Dann habe ich es hier davor. Und wenn ich, das mal seht ihr das so. So, genau, so. Und wenn ich dann so quatsche, also spiele, kann ich so quatschen, kann ich Mikrofon benutzen. Wenn ich chatte mit euch, beziehungsweise Hangout mache, kann ich mit dem Mikrofon benutzen, weil es hier ist. Und ich habe hier noch Platz, um zu schreiben, um zu antworten halt. Und wenn ich es mal nicht brauche, kann ich das dann praktisch einfach so rumdrehen, weil das hat ja unten zum Drehen, zum Hoch und Runter, kann ich das hier rumdrehen. Und dann ist das Mikrofon hier hinten und der Arm ist zwar da, aber alles andere ist weg. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich es machen werde. Da muss ich erstmal gucken, wie der Arm, wie groß der Arm ist und wie das denn aussieht, wenn ich denn so liege und so. Ja. Ich sehe auch ein bisschen verpeilt aus, sorry Leute, aber war eine kurze Nacht. Ja. Bin wie gesagt immer noch am Umzug, bin immer noch am Machen, und aber jetzt ist soweit alles erledigt. Ich verabschiede mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.